Hey Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück bei Valheim. Wir haben den Spawn des Uralten gefunden. Wir haben einen Platz für einen möglichen Portalraum gefunden. Wir begeben uns jetzt einfach wieder zum Boot und dann rudern. Oh, ich wollte gerade sagen, was ist das? Das ist ein Lagerfeuer. Nein. Oder? Eine ganz dumme Idee. Hey, hallo? Das ist eine furchtbar, furchtbar dumme Idee. Ich mag dumme Ideen. Ich bin ein großer Fan von dummen Ideen. Fuck it, oder? Man lebt nur einmal, Freunde. Man lebt nur einmal. Oh oh. Okay. Dein Ernst jetzt. Die machen ganz böse Schaden. Gar nicht geil. Ich aktiviere mal unsere Kraft. Ja, jetzt bräuchten wir natürlich im Grunde genommen diese Feuerpfeile. Vielleicht haben wir ja viel Glück und schaffen es trotzdem.
auf jeden Fall müssen wir von diesen Roots weg, Alter. Die machen ja ultra, ultra Schaden. Das war eine ganz schlechte Idee. Super konzentriert. Unlustig, Alter. Okay, aber diese Roots, die scheinen nicht für immer da zu sein. Übrigens, Höchstlevel von der Fähigkeit ist, so viel ich weiß, 100. Und das Problem, was wir jetzt im Endeffekt haben, so langsam, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber unser Bogen ist schon zur Hälfte im Arsch. Überlegt, ob ich einfach einen auf Psycho mache. Und mit der Axt auf den einen prügeln. Leute, Alter. Wir hätten uns besser drauf vorbereiten müssen. Ich frag mich, ob man einfach auf dem Boden ein Lagerfeuer craften kann. Wenn der doch über den Boden läuft, weil wenn wir in ein Lagerfeuer reinlaufen, kriegen wir ja auch Feuerschaden. Also das können wir nicht einfach so craften. Ich wollte mal sehen, ob ich einen Sneak Attack machen kann. Oh oh! Nein, geht nicht. Zieht uns nur Ausdauer weg, aber bringt nichts. Ich meine, halbtot ist er. Sorgen, Freunde. Holy shit, wir haben auch nur noch 7 Pfeile. Was bedeutet das?
Das bedeutet, gleich hauen wir mit den Fäusten auf den einen, oder was? Ich werde nicht unseren Tod riskieren. Ich werde, wenn, dann wegrennen. Leute, einen auf Superfeige machen. Und dann kommen wir mit den Brandpfeilen zurück, weil schaut euch das mal an. Also sonderlich schwer ist er nicht. Man muss bloß gucken, wo man hinläuft. Easy peasy. Deckung nutzen. Zähne putzen. Mehr ist es nicht. Du hast kein Arrow, Alter. Was mache ich jetzt? Wir können gucken, wie viel Schaden wir dann mit unserer Axt machen. Die Frage ist, ist das genug? Freunde, ich sehe uns schon gleich mit bloßen Händen auf den einschlagen. Das Problem ist, wir können auch nicht eine Werkbank bauen, um mal schnell unsere Sachen zu reparieren. Was mache ich? Komm! Hätten wir jetzt noch eine perfekte Axt oder so, ich würde sogar noch dran denken, dass wir es schaffen. Aber auch wenn es mir gerade das Herz bricht, ich glaube, wir sollten einfach jetzt abbauen. Wir können halt jetzt nichts reparieren. Es fehlten Steine, fehlen, ne? Auf, dann setzen wir an der Stelle Lagerfeuer. Ich will das ausprobieren.
Oh, holy fucking shit. Okay, das ist mies. Das ist echt mies, wenn wir reinlaufen, weißt du? Feuerschaden, wenn er reinläuft. Juckt mich. Na, nicht gut. Hey, lass dir was einfallen. Komm schon. Oh Leute, was haben wir nur getan? Ich meine, es funktioniert, aber unsere Axt ist jetzt kaputt. Nee. Okay, nee, Freunde. Flucht. Oh Mann, das tut mir in der Seele weh jetzt gerade. Aber wir müssen. Wir kommen wieder mit Feuerpfeilen. Wir wissen jetzt, was uns erwartet. Oh, das ärgert mich jetzt doll. Wer weiß, wenn wir wiederkommen, vielleicht hat er noch genauso viel Leben. Ich weiß es nicht. Danke auf jeden Fall für eure geistige Unterstützung. Ich weiß, ihr habt auch dran geglaubt, dass wir es vielleicht schaffen können. Ich hab's fest geglaubt, aber... Shit, Alter. Wir wissen jetzt, was unsere To-Dos sind. Zum einen definitiv unseren Bogen nochmal aufwerten. Oh, Welt gespeichert. Also das will ich jetzt auf jeden Fall machen. Ich glaube, einen besseren Bogen können wir ja noch nicht. Oh, es ärgert mich. Aber wir haben uns gar nicht so schlecht geschlagen. Und seien wir mal ganz ehrlich, hätten wir jetzt einfach mehr Pfeile gehabt oder so. Naja, obwohl. Auch mit mehr Pfeilen wäre es nichts mehr geworden. Der Bogen ist auch schon ziemlich im Arsch. Schade, ich dachte vielleicht, dass mit dem Lagerfeuer klappt. Das ist nämlich eine Sache, die mich sowieso mal interessiert hat. Was passiert, wenn ein Mob in so ein Lagerfeuer von uns reinläuft?
schade. Echt schade. Aber was wir wissen ist, wenn wir zurückkommen... Dude, den werde ich so zerlegen. Den wird seine eigene Mutti nicht mehr erkennen. Jetzt gucken, dass wir hier rüberkommen. Sehr geil. Unser Boot ist noch genau da, wo wir es geparkt haben. Und dann wollten wir ja gucken, dass wir da rüber fahren. Ich hoffe, dass wir entweder hier einen kleinen Fluss haben oder sonst was, dass wir hier wieder reinkommen. Wir haben natürlich wieder perfektes Wetter. Sehen wir wieder richtig schön, wo wir hin müssen. Freut mich. Das ist doch ein. Scheiße. Da war ein Stein, Alter, da war ein Stein! Ja, ist ein bisschen, ich verlasse den Spawn so ein bisschen mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte schon gehofft, dass wir den vielleicht... What the fuck? What the fuck? Egal was das war, ist auf jeden Fall weg. Ich darf mich voll aufdrehen, wenn hier so ein Sturm ist. Vorne sind random Steine im Wasser. Was zum Fick war das? Egal was es war. Ich will's töten. Komm Leute, jetzt drückt man die Daumen, dass wir, also mein Plan ist bis hier ran und dann hier am Ufer lang. Um zu gucken, ob da irgendwo ein Fluss reingeht. Und wenn da ein Fluss reingeht, dann ist das unser. Das Land... Ich hoffe halt, dass wir Glück haben.
Weil das wäre eine relativ schnelle Route dann. Das ist der Scheiß, wenn ich gar nichts sehe, ne? Ich sehe gar nichts. Ich fahre jetzt straight nach Minimap einfach. Versuche so ein bisschen in der Minimap am Ufer zu bleiben. Das ist ja das, was wir sehen wollen, ob da irgendwo ein Fluss reingeht. Alter, ich sehe gar nichts. Ist das ein Fluss? Fahren wir überhaupt in die richtige Richtung noch? Nee, ne? Oh Mann, ey. Also wenn du nichts siehst, bist du sowas von aufgeschmissen. Ich versuche jetzt langsam hier zwischen den Felsen zu drehen einfach. Oh, nee, fuck. Ich glaube auch, das Boot hat ganz schön was abbekommen. Mal gucken. Oh, es geht. Das geht tatsächlich. Das sieht so aus, als würde das Land da so einen kleinen Knick reinmachen. Das könnte ein Zeichen von einem... Da drüben ist auch was. Zeichen von einem Fluss sein. Könnte auch ein Zeichen von You Got Jebaited sein. Oh, bitte. Kann der Nebel bitte einfach aufhören, damit ich hier was sehe? Ich sehe zumindest vor uns, also direkt vor uns, keine Bäume. Das könnte ein gutes Zeichen sein. Da vorne sehe ich ein paar Steine im Wasser. Leute, wenn das ein direkter Durchgang ist, dann haben wir gewonnen. Das ist genau das, was wir brauchen. Wenn es nur eine kleine Bucht ist, Arschkarte. Ich glaube, wir laufen auf Land gleich. Jupp. Ist okay, Handy, ich weiß. Ich hoffe, dass wir so irgendwie runterkommen. Ja, das sieht gut aus. Weil es sieht
weird aus, aber das sieht so aus, als ob wir... Ja, wir bewegen uns. Okay, shit, da müssen wir aufpassen. Also wo Schilf ist, ist natürlich das Wasser nicht unbedingt sehr tief. Oh, Leute. So, wir begeben uns weiter. Ist auch weird. Ich will da nicht rein. Ich will da lang. Ich will geradezu weiter. Jetzt mit der Landmasse, das hätte ich vielleicht sogar noch gesehen, wenn wir überhaupt was sehen könnten. Aber so wie es aussieht, sind wir jetzt... Wir sind draußen, ne? Keine Bäume, da hinten sehe ich Bäume, da ist Dunkelwald. Ich will jetzt natürlich gucken, wie weit geht das hier. Aber das hier erspart uns nämlich super viel Zeit. Das einzig Schwierige ist hier. So eine Sache müssten wir vielleicht kennzeichnen, irgendwie. Ja, aber easy. Leute, wir sind durch. Wir sind durchgebrochen. Und natürlich jetzt, wo wir durch sind, klart es natürlich auf. Na, logisch. Weil das Game uns einfach mobbt. So, Segel setze ich schon mal, denn wir fahren jetzt langsam in den Wind. Ja, ist schwierig, ne? Wenn man hier zu zweit unterwegs ist oder so, könnte man natürlich, einer stellt sich vorne hin und guckt so ein bisschen mit einer Fackel in der Hand oder so, wo man lang fährt. Wenn du alleine bist, du siehst die meisten Sachen erst, wenn es zu spät ist. Aber Freunde, wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich zu Hause. Und dann packen wir alles ein, was wir brauchen. Wir haben ja auch Trollleder. 10 Stück. Das heißt, vielleicht können wir unsere Sachen sogar noch ein bisschen verbessern. Ich will auf jeden Fall den Bogen. Der hat Qualitätsstufe 1. Den können wir definitiv ein bisschen upgraden. Und ich glaube, dann in der nächsten Folge legen wir den Boss, Freunde. Wie es hier weitergeht, das kannst du sehen in der nächsten Folge, wenn wir uns nochmal mit den Uralten anlegen. Dies machen wir ja auch eine schnellere Verbindung zu denen. Wir können einfach da durch. Klar, wir müssen ein bisschen auf die Steine achten und so. Aber es wird interessant. Und dann bin ich mal gespannt, was der droppt und wie es dann weitergeht. Weil dann reißt es die nächste Reise in die Sümpfe, Freunde. Wir müssen aber natürlich noch viel, viel mehr... Wahrscheinlich haben wir Glück oder Pech und der Händler ist irgendwo da drüben. Wir werden es sehen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du auch. Wenn ja, wie immer, hinterlass mir einfach einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Ich freue mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye.